Ich trage gerade einen Turban, weil ich gerade meine Dreads gewaschen habe. Sekunde. Schon besser. Aber nee, so ganz Igelfrisur muss dann auch noch nicht sein. Sekunde. Schon besser. Aber ja, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ich fahre jetzt an den Gardasee. Beziehungsweise, um genau zu sein, erst an den Ammersee und dann an den Gardasee. Aber ich freue mich. Denn Urlaub bedeutet immer, keine Termine, nichts Wichtiges zu tun und damit die Möglichkeit, sich wirklich mal voll und ganz aufs Fotografieren zu konzentrieren. Das wird geil und ihr kommt mit. Ja, ich weiß, ich habe diesen Shot quasi identisch letztens beim Regenbogen-Reds-Video erst verwendet. Aber ich finde ihn einfach, ich finde es einfach eine geile Perspektive für so eine Opening-Timelapse. Deswegen durftet ihr das jetzt nochmal sehen. Yay! Und obwohl es eigentlich eher trüb und regnerisch ist, ist es brutal schwül. Alter, ich schweiße hart. Und schon sind wir am Gardasee. Aber natürlich kriegt ihr auch diese Woche eure Dosis gute Nachrichten, denn ich meine, was gibt es Schöneres, als in den Urlaub zu fahren? Richtig, anderen Leuten dabei zuzuschauen, nämlich mir, wie sie in Urlaub fahren, während man selber zu Hause versauert und in die Schule gehen muss und keinen Urlaub hat. Aber ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und steigen ein mit der ersten News. Hakenkreuze an Häuserwänden. An Kirchen, an Brücken, an Mülltonnen, an Türen. Hakenkreuze auf Gehwege, Hakenkreuze auf. Scheiße, Mann, überall eben. Leider. Ihr kennt das sicherlich auch. Man läuft einfach durch die Straßen und findet diese Scheißdinger überall. Die Hakenkreuze. Mal hingesprüht von irgendwelchen halbstarken Vollidioten, die meinen, sich in ihrer Clique beweisen zu müssen. Mal auch von tatsächlichen Nazis. Fakt ist, scheiße ist das Ganze immer. Das findet auch Ibo Omari, Gründer der Aktion Paintback, des Sprayer-Vereins Die kulturellen Erben. 2015 störte er sich in Berlin-Schöneberg das erste Mal massiv an den vielen Hakenkreuzen und beschloss, ich muss das Ganze ändern. In Absprache mit den Eigentümern der verunstalteten Objekte gestaltete Omari zusammen mit seinen 15 Sprayer-Kollegen die Hakenkreuze in wundervolle Graffitis um. Ich hoffe, dass seine Aktion Nachahmer in anderen Städten finde, so Omari gegenüber Bento. Und eins noch zum Verein Die kulturellen Erben. Denn hinter diesem Verein steckt mehr als nur die Aktion Paintback. Denn der Verein hilft vor allem Kindern von Einwanderern in Berlin anzukommen und sich dort wohlzufühlen. Gemeinsam mit den Kids wollen sie deren Freizeit gestalten und ja, sie sprayen auch, aber nur legal und in dafür vorgesehenen Orten. Tja, so viel zur Schadenfreude am Anfang des Videos, dass ich Urlaub hab und ihr nicht. Denn wie man an meiner Stimme vielleicht schon ein bisschen hören kann, ich habe mich ein bisschen erkältet und auch sonnig sieht es jetzt nicht mehr unbedingt aus, es ist ein bisschen regnerisch geworden. Aber wir lassen unsere gute Laune selbstverständlich nicht trüben. Ich habe mich jetzt einfach mit einem Käffchen hier raus in den Garten gechillt und moderiere hier die nächsten beiden Themen für euch. 5 Jahre alt und schon ein Gefühl für Nächstenliebe. Ella Russell feierte am 8. August ihren 5. Geburtstag. Jedes Jahr spendet sie 10% ihres Geburtstagsgeldes für einen guten Zweck und 10% kommen auf die Bank. In diesem Jahr sah die kleine Ella die schlimmen Bilder aus Houston und was der Hurricane Harvey dort angerichtet hatte. Für Ella war klar, sie will helfen und dieses Jahr ihre 10%
nach Texas spenden. Die Mutter des Kindes, Jennifer Perkis, sagte gegenüber Inside Editions, dass sie selber schon seit sie 17 Jahre alt ist, als Sozialarbeiterin tätig ist. Ihr Kind sei es daher gewohnt, zum Beispiel Obdachlosen zu helfen. Zudem habe sie schon immer versucht, ihr beizubringen, dass es völlig egal ist, welchem Glauben man angehört, welches Geschlecht man hat oder welche Hautfarbe. Wir alle müssen uns gegenseitig helfen, so die Mutter der kleinen Ella. Und die kleine Ella wollte mit ihrem Geld nun Wasser für die vom Hurricane Harvey betroffenen Menschen kaufen. Damit etwas mehr Geld zusammenkommt, postete die Familie die Aktion auf Social Media und Wunder über Wunder, es fanden sich Unterstützer und so konnte die kleine Ella am Schluss auf ein Budget von 280 Euro zurückgreifen. Für 280 Euro bekommt man natürlich eine ganze Menge Wasser und das wurde mittlerweile auch bereits in Houston verteilt. Mittlerweile sammelt die kleine Ella Hygieneprodukte und Windeln, um auch die in das Katastrophengebiet zu schicken. Wenn schon so kleine Kinder ein so großes Herz haben, sieht es um unsere Zukunft dann wirklich so düster aus, wie uns immer versucht wird, weiß zu machen? Letzte Woche habe ich euch die Geschichte vom kleinen Jacob O'Connor erzählt. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr sie jetzt unbedingt mal auschecken. Denn der kleine Jacob rettete seinen kleinen Bruder vor dem Ertrinken und das Ganze mit den Wiederbelebungsskills, die er sich von Dwayne The Rock Johnson aus dem Actionfilm San Andreas abgeschaut hat. Johnson lud ihn daraufhin zum Set seines aktuellen Filmdrehs ein und der kleine Jacob war mittlerweile auch vor Ort. So I'm here and he's smiling now with 10-year-old hero Jacob O'Connor. As a lot of you guys know, the story went worldwide. Jacob saved his 2-year-old brother, Dylan, who he found face down in a pool, and he started giving him chest compressions, right? From a movie, he learned that from a movie that I made called... San Andreas, right. And apparently it's his favorite movie. Is it your favorite movie? Yeah, you're such a smart kid. I just want to say, I'm so proud of you. It's such an honor meeting this kid. So this kid shows up, and he has a special shirt that he wore. It was my Brahma bull, but I want to show you guys something he has here. Stand up really quick and turn around. He has this picture of me. Turn back around, buddy. When I saved my 2 dogs, my 2 puppies who were in a pool, and one eventually passed away, and one we still have today. His name is Hobbs. And I appreciate you, buddy. Thank you. And I speak on behalf of the world. We're so proud of you. He's excited. Ganz ehrlich, ich bin immer noch schwer beeindruckt, was der kleine Jacob da geleistet hat. Es kann, weiß Gott, nicht jeder von sich behaupten, dass er ein Leben gerettet hat. Schon gar nicht mit 10 Jahren. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ja gerne unten mal eine gute Besserung in die Kommentare hämmern, damit ich bald wieder gesund bin. Da drüben findet ihr jetzt noch 2 weitere Videos, die hoffentlich auch sehr glücklich machen. Außerdem solltet ihr natürlich unbedingt abonnieren, um dran zu bleiben, um nichts mehr zu verpassen. Und dann gibt's von mir wie üblich nur the very best wishes for you. Wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Dann wahrscheinlich auch wieder von zu Hause. Bis dahin, tschüssi!